Den Terraner in Rot. Es ist Team Liquids, U-Thermal. Und der spielt gegen den Zerg hier in Blau. Triumphant Sun Gamings Solar. Der koreanische Zerg gegen den Terraner aus den Niederlanden. Und wir sehen Hatch First und Reaper Expansion. Hier mal als Auftakt, also alles ganz entspannt. Wieder mal King's Cove, sehr beliebte Karte. King's Cove sieht man wirklich häufig im aktuellen Map-Pool. Generell auch im letzten war King's Cove schon sehr häufig gespielt. Deine Überblick-Stats hat Blei geschlagen, Time hat Sword of geschlagen. Und dir führt 1-0 gegen DNS. Und danach kommt Hero Marine gegen Teja, also das wird ja auch ein Hype-Match. Punisher, hi, na, alles klar soweit. Kondor hat vorhin schon vorbeigeschaut. Okay, und er ist Solar-Fan, das habe ich erwartet. SCV-Scout auf jeden Fall hier von U-Thermal, damit er eben ein bisschen Pre-Scout hat, bevor der Reaper unterwegs ist. Das hilft eben in dem Fall, wenn da Linge unterwegs sind. Wenn eben der Zerg Pool-First spielt und ein paar Linge rausschickt und man dann den SCV-Scout hat, dann sieht man die Linge und dann weiß, der Reaper bleibt kurz zu Hause, um die Linge zu defenden und dann hat man da keine Schwierigkeiten. Darum schickt man eben den SCV-Scout mit. Und da wird die Groß ausgerechnet. Wunderbar. Wir sehen hier auch bereits die dritte Basis unterwegs für Solar. Vier Linge, danach die Queens. Und er muss dann eben Zeit kaufen gegen den Reaper. Ayu, hi! Alle sind ja heute da. Zur großen Starcraft-Veranstaltung. So, der Reaper bisher keinen Kill bekommen, hat ein bisschen Schaden ausgeteilt. Hier wird weiter gekitet. Drones angeworfen. Aber bisher keinen Kill für den Reaper. Bisher noch nichts gestorben. Units Lost ist absolut leer. Und die dritte Basis für Solar. Und das sind bei U-Thermal. Gibt es einmal Factory Reaktor Starport mit dazu. Marine Scouted. Und da unten steht noch ein Overlord für später, für den Scout. Bei Solar hingegen wird der Q-Spit begonnen. Und der Reaper hat nicht mehr viel zu melden, zumal das Speed-Upgrade auch bald mit dazu kommt. Und wir haben hier als nächstes die Hellions, die den Reaper unterstützen. Bisher. Oh. Aber wird leider. Ah! Ach, er sieht's. Solar sieht das. Er sieht den Fusion Core. Da ist der Fusion Core unterwegs. Da ist ein Starport. Das wird ein Battlecruiser Opening, so wie es aussieht. Entweder das oder es wird ein Rush of Liberator Range, was man eigentlich eher gar nicht sieht. Warum eigentlich nicht? Warum rushen die Terraner nicht Liberator Range Upgrade? Weil es ziemlich greedy ist. Und man gegen Ravager trotzdem verliert. So, wir haben immer noch Hellions. Erster Battlecruiser ist im Bau. Battlecruiser operational. Schwerer Kreuzer einsatzbereit. Ein Ding. Scoutet hier, sieht die dritte Basis im Bau an der Wall. Hier drüben wurde ein Hellion gesniped. Das sind aber auch die ganzen Queens. Also die Hellions sind ein bisschen schwieriger. Viele Dinge auf dem Feld, aber natürlich hier kommt das wichtige Ding für U-Thermal. Problem ist, dass Solar schon sehr, sehr viele Queens hat. Wir sind schon bei 6 Queens. Das heißt, er hat auf jeden Fall genügend Anti-Air, um gegen einen Battlecruiser zu verteidigen.
Da kommt noch ein Leertag mit dazu, mehr Drones. Ansonsten wird hier eigentlich ziemlich fleißig Economy gespielt. Solar nähert sich gleich den 60 Workern. Da fleißig vorgelegt. Euthermal ist bei 42 gerade, aber da kommt auch noch eine dritte Basis mit dazu. Und er geht danach auf Doppelfactory und entsprechend die Armory. Also es wird auf jeden Fall Max-Style werden von Euthermal. Und wir sehen jetzt gleich Battle Cruiser. Sup. Und sup. Los geht's. Battle Cruiser ballert. Aber wie gesagt, Queen sind da. Erste Queen stirbt aber auch schon. Jetzt kommt das Armor-Feld mit dazu. Und der Battle Cruiser verliert ein paar Points, aber er tankt einiges. Hat 5 Kills bisher gesammelt. 7 Kills. Er ist außerhalb meiner Reichweite. Da haben wir ihn. Und insgesamt 8 Kills. Kriegt noch einen 9. Kill auf den Overlord. Hälfte der Hitpoints verloren. Bisher eigentlich recht erfolgreiches Battle Cruiser. Oh, den Overlord hat er gerade nicht ganz. Ah, den hätte er haben können. Den hätte er haben können. Er will ihn auch noch. Und er kriegt noch einen zweiten. Ah, Solar ein bisschen fahrlässig da. Fehlt dann doch ein bisschen viel an diesem Battlecruiser. Also die Overlords hätten nicht mehr sein... Also der zweite Overlord hätte vor allem nicht mehr sein müssen. Somit verliert er da nochmal ein bisschen mehr. BC ist noch immer unterwegs. Es gibt nur diesen einen. Danach kommt ein Doppel-Tor-Drop. Ja, noch ein bisschen der Creep eingedämmt, aber nicht wirklich effektiv. Der Creep kann hier noch weiter wachsen. Drüben ist ein paar Linge und Baininge. Da könnte der BC... Oh, wenn er da dran vorbeifliegt. Aber nein. Tut er gerade mal nicht. Erst haben wir einen Overseer in der Main Base. Oh, das sind gerade die Tore im Anti... Im Anti-Air-Kanonen-Modus. Da wird auch losgeflogen. Da ist ein Link, der scoutet das. Und das sind die Hellions auch mit dabei. Das ist schon ziemlich viel Action, was Euthermal da seinem Gegner entgegenwirft. Solar hat sehr viele Linge, Baininge. Und natürlich die Queens und Mutas gegen den Battlecruiser. Wobei die Mutas auch nicht so geil sind gegen den PC. Die Queens sind dann auch die beste Wahl. Und es geht sofort nach vorne mit den Toren. Die wollen ein bisschen den Schaden wegdenken. Die Hellbats beschützen die Tore vor den Dingen. Und der Battlecruiser macht noch mehr Damage aus der zweiten Reihe. Es gibt jetzt hier sehr viel Action. Kann Solar das verteidigen? Er hat viele Queens. Der Battlecruiser wird auch schon ziemlich laut. Der kann aber, glaube ich, rausspringen. Der Jump wäre verfügbar. Battlecruiser springt raus. Fuß ist weg, aber die Tore hier. Tor wird surrounded, Tor geht down. Zweiter Tor wird hier auch entgangen und wandert nochmal. Er ist jetzt halt im falschen Modus gegen Mutas. Er hat nicht den Anti-Air-Modus im Slash-Damage, sondern er hat den Single-Target-Modus. Das heißt, die Mutas waren eine gute Wahl in dem Fall für Solar. Er hat noch ein bisschen. Hat er, wie viel Worker hat er überhaupt verloren? 15 insgesamt. Aber dafür 2 Tore erwischt. Insgesamt 3700 zu 2800. Und wie Sauce lost sofort der Counter-Attack angesetzt von Solar. Will da jetzt natürlich mehr Schaden machen, aber das ist ein Hellbats, das ist ein Panzer. Euthermal ist da erstmal. Was? Wieso war da gerade 1-1 in der Top-Production? Nicht sicher. Wir haben hier nochmal den Go auf den Siege-Tank. Siege-Tank geht down. Währenddessen werden hier die Mutas nochmal reingeschickt. Und da fehlt es an der Anti. Ja, der Panzer wird hier surrounded. Die Hellbats geben ihr Bestes, aber sie sind einfach nicht schnell genug. Die Hellions müssen damit dazukommen. Die Linge ist jetzt hier drin. In der Natural, das Missile Turret wird zerfertigt, aber es wird sofort rausgenommen von den Lingen und den Mutas zusammen. Genauso wie die Hellbats jetzt hier. Sie können sich die Linge problemlos verteidigen, aber die Mutalisken, auf die haben sie gerade keine Antwort. Da müssen Tore oder Vikings damit dazukommen. Vikings sind auch gerade mit unterwegs. Die Linge werden geklärt. Erste Mutter geht jetzt hier down. Vikings werden gejagt. Ist da noch irgendwo ein Tor gleich am Start? Ne, da kommt der PC mit dazu. Wurde repariert und hilft jetzt hier in der Anti-Air mit aus. Also prompt dreht hier Soda den Spieß um, macht ein bisschen Schaden beim Terran. Wir sind bei 79 zu 67 in der Economy. Hier drüben, der Overseer wurde nochmal kurz befeuert. Und die Mutas versuchen es von einem anderen Winkel. Da ist aber Tor plus Missile Turret. Und da haben die Mutas nicht so viel zu melden. Wir müssen da aufpassen. Und wir sehen, es gibt bereits das nächste, den nächsten Tech-Weg. Es gibt Swarm Host. 5 Stück, Infestation Pit ist da. Das heißt, der Mech-Terraner wird hier belagert. Hat Euthermal genügend, um dagegen zu verteidigen. Es ist kein Nydos mit dabei, also die Swarmos müssen erstmal rüberlaufen. Das dauert, sind nicht die mobilsten Einheiten. Okay, da kommt der Nydos, aber der wurde gerade erst begonnen. Das heißt, das kann auch noch ein bisschen dauern. Zudem 2-1 Upgrades. Wir sehen, beim Terran kommt das Blue Flame Upgrade und das Smart Servos Upgrade. Da kommen die Unterstützung auch für die Mech Army. Und die Mech Army moved tatsächlich raus. 140 Supply, einige Panzer. Und natürlich auf offenem Feld gegen Bluebloods kämpfen ist eigentlich besser. Problem ist, die Bluebloods wollen gar nicht auf offenem Feld kämpfen. Die wollen den Nydos verwenden. Die warten zu Hause immer noch. Die Mutas geben die Vision und dann kann man irgendwo Nydos-Wurm reinpflanzen. Dann hat der Terraner ein dickes Problem. Und denn die Terran Army ist da unterwegs. Das heißt, der Pain Train rollt hier an.
Und währenddessen gibt es hier drüben den Damage. Die Mutas nehmen mehr SCVs raus, außerhalb der Range von Missile Turret. Und hier geht es an die ersten Swarmos. Kann Solar das defend? Ne, er ist maxed mit den Swarmos. Die erste Locust-Welle kommt, Panzer wurden gesiegt. Oh, Locust landen sehr, sehr früh. Das ist vielleicht nicht die beste Wahl, aber die Locust machen trotzdem Damage. Tanken das auch weg und Panzer eine fällt, zwei fallen, drei fallen. Drei Panzer gehen hier down, Torrey kommt noch mit dazu. Beide Seiten fliehen da einiges, aber beim Zerg sieht das vielleicht auch noch ordentlich sportlicher aus. Zumal da eben immer noch die Swarmos sind, die kommen einfach mit der nächsten Welle an Locust. Der BC gibt sich die größte Mühe, denn das sind die Mutas, wurden zurückgezogen, es sind noch ein paar am Leben, da kommt der Scan auf die Swarmos und auf den Mutalisken. Der BC gibt hier alles, da kommt noch ein Tor mit dazu, versucht da auszuhelfen. Er schießt wieder mal im Single-Target-Modus gegen die Mutas. Das ist nicht unbedingt der Modus, den man gegen Mutas haben will. Und der erste Mutus wurde auch gesetzt vor der Natural. Die Mutas werden den Fight verlieren. Nein, BC springt raus, geht stattdessen hier runter. Oh, genau zur richtigen Position, wo eben die Swarmos auch gelandet sind, wo die Locust reingeschickt werden. Und jetzt muss Yudamel ja gegen die ganze Welle verteidigen. Hat die Helvets da, die machen guten Splash Damage mit Blue Flame auch, mit den Toren, mit den Panzern. Der BC wird noch gejagt, wird aber repaired und die Mutas bis auf einen letzten sind alle tot. Den Nudus muss man noch aufräumen. Nächster Nudus kommt hier. Nächster Go kommt hier. Roaches rennen hier rein. Öffnet die Wall noch weiter. Nächster Nudus ist gleich fertig. Panzer werden wieder in Position gebracht. Der Tor hier nochmal im Medi weg. Das sind zwei Tore im Medi weg. Werden daran verfrachtet. Man sieht, sobald der Zerg versucht da zu fighten, ist das ziemlich viel Damage. Ohne Locusts ist das gar nicht mal so spaßig. Locusts müssen aber noch einen Augenblick warten. Die sind gerade nicht einsatzfähig. Wir haben 2-2 Upgrades unterwegs für Solar. Und die Thermal müsste eigentlich dringend diese Nudus-Kanäle weg loskriegen. Ansonsten würde ich hier ständig belagert und wird hier definitiv was verlieren. Versuche gerade einfach mit dem BC hier noch ein bisschen zu jagen. Und der da, die SCVs von den Reds gepult. Und da geht's. Das Turret geht dahin. Das sind beide Puffen vermutlich auch. Und okay, die Locusts jagen noch viel den SCVs hinterher. Glück im Unglück hier gerade für Yudamel. Wirft auf sofort noch ein paar Zusatz-Addons für seine Supply Depots. Der BC kümmert jetzt um den Nudus, damit das Problem nicht mehr da vorherrscht. Und hier gab es einen Hellbat-Drop in diese vierte Basis. Solar momentan auf 70 Workern gegen die 57 von Yudamel. Hier drüben der Nudus wird geklärt von den Hellions. Hier oben der Nudus wurde einfach neu gesetzt, weil es noch ein Link übrig geblieben. Der BC hat sich nicht um alles gekümmert. Der Hellbat-Drop wird jetzt endlich mal geklärt. Hat dann ein bisschen mehr eingeschlagen, ein bisschen mehr für Stress gesorgt. Wieder mal der Nudus hier. Da kommt auch sofort der Scan. Dinge werden da ausgesandt. Der BC ist unterwegs, aber es gibt eine weitere Welle an Locusts. Wieder mal geht sie rein in die NATO, wird sofort evakuiert. Der BC alleine macht natürlich nicht viel, aber er kann den Nudus aufräumen. Und mal gucken. Ah, wird das Command Center geliftet? Es wird geliftet und die Locusts zieht. Ja, haben noch das, die letzten 20%, aber es reicht, um die Armory loszuwerden und Supply Depot loszuwerden und nochmal einen der Raffinerien. Und der nächste Mechball ist unterwegs. Währenddessen geht es in der Mainbase nochmal zur Sache, aber mit dem nächsten Nudus. Und da wurden Roaches reingeschickt. Hier drüben gibt es währenddessen das Engagement. Die Terran Army ist nicht gesiegt, weicht aber den Cross of Bice auf. Jetzt kommt der Siege. Und das könnte nochmal ordentlich Schläge verteilen gegen die Zerg Army. Da hat es ordentlich gerumst. Hier in der Mainbase allerdings sieht es ein bisschen schwieriger aus. Aber auch da ist Reinforcement. Da kommt der BC mit dazu. Das heißt, dieser Nudus wird geklärt. Die Mech Army hier immer noch am Pushen, aber muss sich vor der nächsten Welle Locus in Acht nehmen. Da geht es auf die fünfte Basis. Panzerwaden habe ich dieses Mal schon mal vorsorgt hingesetzt. Die Tore sind wieder im falschen Modus, auch gegen Locust, weil gegen Splash Damage kann man auch gegen Locust gut brauchen. Der Single-Target-Modus ist einfach nicht so sinnvoll, also die Thermal nicht sicher, warum er das macht, aber er macht es auf jeden Fall. Und ja, der Versuch jetzt auf die Panzer drauf zu diven mit den Locust, die möglichst schnell zu snipen. Es sind noch drei Tanks übrig, Locust sind aber auch noch welche da und die Mech Army wird hier ein weiteres Mal abgeräumt und da kommt auch dann direkt das GT von New Thermal. Solar crusht ihn ein weiteres Mal und er hat nicht mehr gerade die Zeit, um diese Army nochmal aufzubauen. Somit 1-0 für den Führung. Für den Zerg in Blau von Triumphant Sun Gaming. Es ist Solar. Und der spielt gegen den Terraner hier in Rot. Der ist beim Team Liquid. Es ist Yudamel. Kabam. Sieht mal nicht nach Proxy aus. Sondern alles bleibt so, wie es war. Heißt ein Reaper Opener gegen eine Hedge First. Bei Euthermic gelegentlich kennt man ihn schon für die Proxy Rex. Aber will ich hier wohl nicht spielen. Er wird schon seine Gründe haben dafür. Gegen Solar ist es auch, wenn Solar ist durchaus fähig, das abzuwehren.
Ich nutze die Zeit mal kurz, um durchzuatmen. Wir haben wieder den SCV-Scout von U-Thermal. Und das war jetzt gerade meine Connection wird gerade schlechter. Man muss an der Uhrzeit liegen. Können die mal alle aus meinem Internet rausgehen? Furchtbar. Da ist jetzt der Reaper drin. Geht auch aggressiv hier rein. Da kriegt auch den ersten Kill. Der Reaper hier bereits, U-Thermal. Sofort draufgesprungen auf die Gelegenheit und direkt eine Drone vernichtet. Mit dem Reaper. Etwas, was der Zerg eigentlich nicht will. Im Optimalfall des Zergs verliert er nichts an dem ganzen Spaß. An diesem ganzen Reaper. Aber hat sich hier nicht verhindern lassen. Hat da eine Drone bereits verloren. Unangenehm. Kein Weltuntergang, aber auf jeden Fall schon mal kein schlechter Auftakt für U-Thermal, der danach wieder auf Reaktor Factory geht und danach vermutlich auch wieder auf den Starport. So die üblichen Dinge eben. Der Reaper düst nochmal durch die Gegend, bekommt dann bald auch Hellion-Unterstützung natürlich. Und wir haben ein Tech Lab auch mit im Bau. Also wird es vermutlich keine ABCs hier geben, aber mal gucken, ob es vielleicht wieder auf Mech geht oder was U-Thermal hier vorhat. Battle Mech, Bioplay. Die Frage, was ist sein Ziel? Hat er einen Plan? Hier. Solar dann bezwingen will. Erstmal schickt er jetzt die Hellion-Unterstützung. Und dann wird ein Liberator tatsächlich gebaut. Das Tech-Lab bleibt also an der Barracks. Aber das wird auch gescoutet. Der Overlord ist hier wieder drüber. Und sieht das auch alles. Also Solar bekommt auf jeden Fall die Info. Die Thermal weiß von der dritten Basis. Und erstmal etwas Ruhe zwischen den beiden. Bei U-Thermal sind wir ein drittes Command Center und Stim. Es wird also Bioplay werden. Cyber Forest. Und währenddessen die Hellions legen sich mit dem Creep-Tumor an. Reifen da kurz durch die Queens, tanken den Damage weg, wollen aber unbedingt den Creep-Tumor. Natürlich möglichst wenig Creep zulassen, früh im Spiel. Bremst die ganze Sache viel, viel mehr aus. Creep ist etwas, das exponentiell theoretisch wächst oder wachsen kann. Bisher gibt es einfach nur ein bisschen Beef um den Creep tatsächlich. Liberator wurde jetzt platziert. Und einen Kill hat er. Hat die Queen bekommen tatsächlich. Nochmal mit dem letzten Shot hier die Queen rausgeballert. Wir sind aber trotzdem bei 5 Queens, 19 Dingen. 49 Drones momentan, 42 SCVs. Hier auch wieder die Queens vertreiben einfach ständig die Hellions. Die sollen hier einfach nicht groß rumlaufen. Nach Solas Meinung. Sucht sich da ständig drum zu kümmern. Und hier U-Thermal wird einfach immer noch ein bisschen creep. Fehlt aber auch immer wieder eine Einheit oder zwei. Wir sind jetzt bei zwei toten Hellions, ein toter Liberator und bisher wirklich erst ein Creep-Tumor eliminiert. Bei der Basis steht allerdings, Stim kommt, 1-1 kommt, es kommt eine Armory auch schon wieder zu, wieder mal ein Overseer unterwegs. Währenddessen macht Solar die Roxy auf, damit er einen besseren Weg hat und dass sie hier nicht von Panzern besiegt wird. Weil U-Thermal baut auch Panzer für seine Marine Army mit dazu, als Support-Einheit. Bei Solar sehen wir 1 und ab geht's für Linge und Baning Speed. Die Sache spitzt sich so langsam zu. Und die Marines, man sieht es hier, moven gerade auch mit raus. Mit den Hellions, die jetzt zu Hellbits werden. Und somit geht es jetzt mit der U-Thermal Army auch mal los. Er versucht den ersten Push anzusetzen. Solar mit der vierten Basis unterwegs. Eine links hat, glaube ich, noch das letzte Ende von diesem Zug hier gescoutet. Ja, da kommt der Scan voraus, da kommt der Stim.
Und los soll's gehen. Einmal Creep clearen, aber Counterattack von Solar mit einem ganz offenen. Und die Wall ist offen. Die Wall ist offen. Das ist so bitte hier für Thermal. Man sieht, seine SCs werden einfach nur vernichtet an der Ledge. Die Linge rennen auch weiter in die dritte. Und auch da ist nichts an Defense. Das heißt, für Thermal ist jetzt richtig unter Druck mit diesem Push. Muss definitiv was möglich machen, denn hier hinten friert einfach alles. Wirklich alles. Er fliegt seine dritte und seine Netschmusse, wie es gerade aussieht. Aber er kann zumindest mal die dritte von Solar ein bisschen angreipen. Aber jetzt kommen die Baninge mit Speed Upgrade. Die Panzer geben ihr Bestes. Wollen natürlich am liebsten die Baninge rausfokussen. Aber es wird ziemlich viel abgekriegt. Und Thermal wird da einfach nur abgefrühstückt von Solar mit dem Blink Counterattack. Die Wall war offen und das war der verheerende Fehler für Thermal. Er hat gerade sämtliche Economy verloren. Er war rund auf 22 SCVs. Und somit macht Solar dann das dann doch.